Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da wir aktuell mitten in unserem Umzug stecken, habe ich das Video für euch vorher abgedreht und jetzt im Nachhinein vertont. Heute flechten wir unseren Pony auf die Seite. Wir beginnen, indem wir unsere Haare mit den Fingern so hinkämmen, wie der Pony nachher fallen soll, und nehmen dann von der Seite, an der der Zopf beginnen soll, drei Strähnen, ganz, ganz dünne, feine Strähnen. Und beginnen jetzt immer die äußere Strähne über die mittlere zu legen. Das machen wir 1, 2, 3 Mal. Beim dritten Mal nehmen wir von oben Haare mit dazu, wenn wir die obere über die untere legen. Die untere Strähne lassen wir einfach unten und nehmen ein paar neue Haare aus dem Pony dazu und legen die neuen Haare nach oben. Das heißt, wir ersetzen immer die untere Strähne durch neue Haare. Ihr braucht dazu ein bisschen Fingerspitzengefühl und es ist auch nicht so einfach, immer die richtige Haare zu greifen. Schaut, dass ihr sie schön immer nach unten zieht, damit der Zopf nicht irgendwie nach oben steht oder so. Und dass ihr die Haare immer unten mit den Fingern nochmal schnell durchkämmt, wenn ihr die Strähne runtergelegt habt, damit da nichts durcheinander kommt. Wenn ihr die Stelle erreicht habt, an der euer Zopf zu Ende sein soll, kämmt euren Pony nochmal mit den Fingern richtig hin und verschließt den Zopf dann, je nachdem, wie ihr es gerne möchtet, entweder mit einer Haarklammer. Ihr könnt auch einfach ein gutes Haarspray drauf sprühen, zum Beispiel von Design Me Hair, damit sich der Zopf nicht mehr öffnet und auch wirklich den ganzen Tag gut hält. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich es im Nachhinein vertone. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert gerne auch meinen Kanal. Ich versuche jeden Sonntag Videos für euch hochzuladen und ich freue mich, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!